Eskalation, das befürchte ich, wird auf uns alle zukommen, Ausrufezeichen. Interessant ist, im Moment wird ja immer nur geschrieben von diesen 1500 Toten durch den Anschlag der Hamas, aber dass es in den vergangenen Jahren zigtausend tote Palästinenser gegeben hat, dass das eigentlich ein alltägliches Vorkommen gewesen ist, dass palästinensische Kinder auch erschossen wurden, das wird überhaupt nicht berichtet. Ich muss nur sagen, im Moment befürchte ich den Dritten Weltkrieg. Also es ist ein ungeheures Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was hier von der israelischen Regierung durchgeführt wird. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und an die ganze Welt. Aktuell bin ich jeden Tag am Beten, weil ich spüre den Schmerz so. Ich merke, es passiert gerade sehr viel Leid auf der Welt und geht mal in euch, geht in euer Herz rein, betet für alle Menschen auf der ganzen Welt, die sterben müssen oder die nichts zu essen haben oder wo Bomben fliegen, wo Kinder sterben und so. Da können wir einen guten Einfluss haben, indem wir beten und unsere Energie dahin senden. So. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein von Chrissy und Ernst Wolf. Eskalation, das befürchte ich, wird auf uns alle zukommen, Ausrufezeichen. Ernst Wolf erzählt so ein bisschen mal oder gibt ein bisschen seine Perspektive auf diese ganze Situation Israel-Palästina ab. Das interessiert mich sehr, ich schätze den Mann sehr, deswegen will ich gerne wissen, was er dazu zu sagen hat. Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Kommentärchen schreiben, welche euch dankbar und ich würde sagen, es geht los. Moral spielt heute überhaupt gar keine Rolle mehr und die Hemmschwelle, die rote Linie wird da auch systematisch gesenkt. Je grausamer du dich im Krieg verhältst, umso größer sind deine Chancen, dass du diesen Krieg gewinnst. Leider ist das so. Hallo meine Lieben, an meiner Seite Ernst Wolf. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne und immer wieder gerne. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir beide uns darüber unterhalten haben, dass der Ukraine-Krieg nicht der einzige Krieg in dieser Krise bleiben wird. Und Sie haben noch gesagt, im Nahen Osten vermuten Sie, dass da auf jeden Fall noch irgendwas aufbrodelt. Und so ist es geschehen und deswegen ist das unser Thema zu Beginn. Wie ist denn eigentlich der geschichtliche Hintergrund zum Konflikt im Nahen Osten? Denn es gab ja schon bereits mehrmalige Konflikte und vielleicht können Sie da so ein bisschen was erzählen. Ja, da muss man einfach in das Jahr 1948 zurückgehen. Das Land Israel, der Staat Israel ist ja 1948 gegründet worden und zwar auf dem Gelände der Palästinenser. Und die Gründung und die ersten Jahre des Staates haben erfordert, dass man ungefähr 500.000 Palästinenser aus diesem Gebiet vertreibt. Crazy, ne, wenn du guckst. Das Ganze ist eigentlich auf einem Gewaltakt entstanden und es ist natürlich klar, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Und die Folge war, dass sehr viele palästinensische Widerstandsgruppen sich gebildet haben. Die haben sich dann im Jahre 1964 zusammengeschlossen zur PLO, zur Palästinensischen Befreiungsfront. Diese Palästinensische Befreiungsfront hat eine ganze Zeit lang so die Rolle des großen Gegners von Israel eingenommen, unter Yasser Arafat, der ja sehr bekannt war. Den Namen kenne ich auch noch. Und ich glaube, historisch gesehen war das dann so, dass sogar Israel quasi die Hamas unterstützt hat und gegründet hat als Gegenpol zu dieser PLO mäßig. Aber ich glaube, darauf wird er jetzt noch eingehen. Der Einfluss der PLO abgenommen, dann ist die Hamas gegründet worden, 1987 war das. Und das Interessante daran ist, dass die Hamas am Anfang auch von Israel unterstützt worden ist und zwar als Gegner der PLO. Also das war das Prinzip Teile und Herrsche. Dann ist die Hamas, ich glaube, 2006 oder 2007 an die Macht gekommen. Also dann haben die Wahlen in Palästina gewonnen. Und seitdem haben wir da auch ständige Konflikte gehabt. Aber man muss wissen, dass diese ständigen Konflikte auch immer von israelischer Seite geschürt wurden. Also die israelische Seite hat diese Siedlerpolitik betrieben. Die hat die Palästinenser vor allem im Gazastreifen in einem offenen Gefängnis gehalten. Also der Gazastreifen, da wohnen 2,2 Millionen Menschen auf der Fläche Münchens. Da haben die Israelis das Sagen, die haben das Ganze abgeriegelt, da ist ein riesiger Zaun drum gebaut worden, da herrschen unsägliche Bedingungen. Stell dir mal vor, du lebst in so einem Gebiet, ey, wo du nicht rein und raus kommst und wo du quasi mit Drahtzäunen umzäunt bist, so, nicht rein, raus kannst, Essen kontrolliert wird, Trinkwasser kontrolliert wird und du lebst da in so einem Freiluftgefängnis. Stell dir das einfach mal vor als Mensch so, sag mal, egal welcher Konflikt oder einfach mal so vorstellen. Weißt du, wie ich meine? Versetz dich mal in die Lage rein, das ist krank. Und immer wenn es irgendwie eine Rakete aus dieser Gegend gab, haben die Israelis mit Vergeltung geantwortet und auch ganz viele Zivilisten dabei umgebracht. Also interessant ist, im Moment wird ja immer nur geschrieben von diesen 1500 Toten durch den Anschlag der Hamas. Aber dass es in den vergangenen Jahren zigtausend tote Palästinenser gegeben hat, dass das eigentlich ein alltägliches
Das interessiert die Welt halt nicht mehr oder weniger so, weißt du? Es gibt verschiedene Klassen von Menschen, so. Wenn so ein Mensch stirbt, ist es weniger wert, als wenn so ein Mensch stirbt. So, wer berichtet zum Beispiel von Afrika, dass in Afrika jeden Tag durch Krieg tausende Menschen sterben und Kinder wegen Trinken und Essen jeden Tag sterben, so jeden Tag, weißt du, wie ich meine, so. Aber das interessiert uns nicht. Uns interessiert es nur, wenn bestimmte Menschen sterben, bestimmte Arten von Menschen, dann ist es was wert. Aber andere Arten von Menschen sind weniger wert. Und in dieser Welt leben wir und es ist einfach traurig so. Für mich persönlich ist jeder Tote gleich. Wir bluten alle gleich. Und wenn ein Mensch stirbt, ist es ein Mensch zu viel auf der ganzen Welt. Und das sollten wir mal wieder hinbekommen. Und die Gesellschaft sollte sich nicht von dieser Propaganda immer treiben lassen, so. Dass immer nur berichtet wird, wenn bestimmte Arten von Menschen sterben, dann wird das groß gemacht. Wenn andere Arten von Menschen sterben, dann juckt es keinen Schwanz mehr, so, weißt du? Und das ist einfach nicht korrekt, so. Und da müssen wir unsere Perspektive ändern und da müssen wir einfach menschlich sein und jedem Mensch gleich viel Wert geben. Egal welche Hautfarbe, welche Religion, welche Herkunft, es ist alles egal. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Vorkommen gewesen ist, dass palästinensische Kinder auch erschossen wurden. Das wird überhaupt nicht berichtet. Also wir haben selten... Der Deus sagt gerade aber, woher kommt das denn? Die Frage muss man sich stellen. Medien, meiner Meinung nach. Die Medien haben das gemacht. Dieser Unterschied in der Berichterstattung hat es den Menschen eingetrichtert, dass wenn da Menschen sterben, dann ist das nicht so schlimm. Und was auch noch dazu zählt, ist, glaube ich, die Entfernung. Viele Menschen können sich mit anderen Menschen nicht identifizieren, weil die so weit weg sind und entfernt sind, dass die dann das nicht spüren können und nicht fühlen können, so, weißt du? Und was auch noch ein Faktor ist, ist die Spiritualität, die Liebe, die Reise nach innen, so. Denn wenn du ein spiritueller Mensch bist, der an Gott glaubt und der ein Herz hat, so, dann ist es dir egal, was für eine Art Mensch stirbt, es tut dir weh, so. Und das wurde ja auch aus der Gesellschaft raus. Also es gibt mehrere Gründe, glaube ich, warum Menschen nicht mehr richtig Zugang dazu haben, dass wir alle miteinander verbunden sind. Im Zuge eines Konfliktes eine so einseitige Berichterstattung gehabt wie jetzt. Und hier ist es ja schon wieder fatal, sich auf irgendeine Seite zu stellen oder wie wir einfach neutral zu berichten und einfach mal zu sagen, so sind die Fakten, dass es so und so ist. Ja, aber das mal kurz klarzustellen, dass wir hier neutral die Sicht betrachten möchten. Ich will mal ganz deutlich sagen, ich distanziere mich total von dem Terror der Hamas. Also ich habe mit Terror überhaupt nichts zu tun. Ich verurteile jeden Bombenangriff der Hamas, aber ich verurteile genauso die Politik der Israelis. Und ich muss sagen, die Politik der Israelis bewirkt ja, dass die Hamas immer wieder neuen Nachschub. Da merkst du wieder so einen Ernst Wolf oder auch die Leute, die gerade versuchen, neutral zu berichten, das sind einfach Menschen, die schalten ihr eigenes Gehirn an, die haben ein Herz und die hören hin und die gucken hin vor allen Dingen und die wollen die Gesamtsituation verstehen und die sagen nicht, die lassen sich auch von dieser Propaganda und von diesem, ey, wenn du das supportest oder wenn du gegen Israel irgendwas sagst, dann bist du ein Antisemit und so, davon lassen die sich halt nicht beeindrucken. Und das zu sehen und zu merken und dass auch im deutschsprachigen Raum Menschen gibt, die einfach versuchen, neutral die Dinge zu betrachten und neutral zu berichten, egal um was es geht, ist einfach eine gute Entwicklung. Und ich sage dir, diese Corona-Zeit hat extrem dazu beigetragen, dass immer mehr Leute angefangen haben, neutral Dinge zu betrachten und sich von der Medienpropaganda nicht reinziehen zu lassen und emotional zu werden und einfach irgendwas zu sagen oder das zu sagen, was das Richtige ist, sondern ihren eigenen Menschenverstand anschalten, so. Selbst recherchieren und ihre eigene Meinung bilden, egal wer was sagt, so. Und ich sage dir, ich spüre das, in der Zukunft wird das mehr werden. Diese Stimmen und diese Leute werden auch größer werden in Zukunft, so. Weil immer mehr Menschen das spüren und fühlen werden, dass die Medien auf jeden Fall nicht die Wahrheit berichten und dass man sich selber mit Dingen auseinandersetzen muss. So. Wenn man 2,2 Millionen Menschen in einem offenen Gefängnis hält, dann ist es ganz klar, dass viele Jugendliche, da herrschen auch noch Bedingungen, da sind 45% Arbeitslosigkeit. Also die Jugend da hat überhaupt keine Zukunft. Und so treibt man diese Jugend in die Hände dieser Radikalen und macht aus ihnen praktisch Terroristen. Also das ist das eine. Facts. Das eine bedingt das andere und das darf man immer nicht vergessen. Man darf nicht auf dem einen Auge blind sein und nur die andere Seite betrachten. Genau, nur weil es einem die Medien so servieren. Deswegen so wichtig, auch dieses Video zu teilen und definitiv so viele Menschen wie möglich darauf aufmerksam zu machen. Wie ist es denn das Umfeld von Israel? Also wie steht es um die Länder um Israel herum? Ist hier auch ein großes Eskalationspotenzial? Ja, auf jeden Fall. Also ich befürchte, ich muss nur sagen, im Moment befürchte ich den Dritten Weltkrieg. Also es ist so.
Potenzial ist auf jeden Fall da, Bro. An Israel grenzt ja der Libanon, da ist die Hisbollah. Die Hisbollah ist ganz eng verbandelt mit der Hamas. Israel hat ja auch jetzt schon... Das wird jetzt hier interessant, damit habe ich mich noch nicht wirklich auseinandergesetzt, was so um Israel herum alles so für Staaten gibt und wie die positioniert sind und was da eventuell passieren könnte. Angriffe gegen den Libanon geflogen, dann gibt es Syrien, Israel hat auch schon Damaskus, also die syrische Hauptstadt Damaskus bombardiert. Und dann gibt es im Hintergrund natürlich noch den Iran. Der Iran hat ja angekündigt, dass er eingreifen wird, wenn tatsächlich die Bodenoffensive gegen Gaza gestartet wird. Also krass. Stehen da möglicherweise an der Schwelle zu einem riesigen Krieg. Und kein Mensch weiß genau, ob der Iran dann nicht vielleicht tatsächlich auch Atombomben inzwischen entwickelt hat und die dann auch einsetzen wird. Boah, Digga. Und ganz klar ist es auch, dass sich dann definitiv auch der Westen einmischen wird, ne? Definitiv. Und es wird dann wieder so einen Schneeballeffekt geben, so wie das in der Vergangenheit in den ersten beiden Weltkriegen auch passiert ist. So. Das war ja nicht von einem Tag auf den anderen, dass die ganze Welt auf einmal Krieg miteinander hatte. So. Das war wie ein Schneeball. So. Das hat irgendwo angefangen, dann haben sich die eingemischt, dann haben die sich mit eingemischt, dann sind die dem zur Hilfe gekommen, dann sind die den anderen zur Hilfe gekommen und auf einmal war die ganze Welt involviert. So. Vielleicht würden die auch als Vorwand nehmen, um selbst dann Atomschläge dann im Nahen Osten da durchzuführen. Also ich befürchte da nach dem, was jetzt in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen passiert ist, das Allerschlimmste. Das ist auch genau das, was sehr viele Menschen eben jetzt auch befürchten, eben einen dritten Weltkrieg und möglicherweise auch eine nukleare Bedrohung, denn Israel ist ja auch militärisch gesehen sehr gut ausgerüstet. Man darf nicht vergessen, Israel ist eins der höchst gerüsteten Länder der Erde. Also nicht nur, dass die selber ein unglaublich schlagkräftiges Militär haben, eine ganz schlagkräftige Luftwaffe. Interessant ist übrigens, dass die vor 3 Monaten noch einmal 50% aufgestockt haben, ihre Tarnkappenbomber. Also die haben in den USA vor 3 Monaten weitere Tarnkappenbomber bestellt. Also das kann auch kein Zufall sein, dass das gerade vor 3 Monaten passiert ist. Also Kriege werden ja nie vom Zaum gebrochen, sondern die werden immer langsam vorbereitet im Hintergrund. Nur die Öffentlichkeit weiß davon nichts. So. Der Öffentlichkeit muss einfach irgendein Anlass geboten werden. Und wir wissen, dass der Anlass für diesen Krieg jetzt also äußerst dubios gewesen ist. Es ist nämlich so, dass da irgendwelche Hamas-Terroristen angeblich diesen Grenzzaun überwunden haben, einerseits mit Traktoren und andererseits mit Paraglidern. Also das ist schon vor allen Dingen, weil ja Israel auch eine der krassesten Geheimdienste hat auf der ganzen Welt mit Mossad, so, weißt du, und die Leute sagen auch, dass Israel eigentlich immer alles kommen sieht und wie er selber eben schon gesagt hat, so, das ist ja ein Prozess, das passiert ja nicht einfach von heute auf morgen, so, aber es ist natürlich der Grund dafür, was jetzt in Zukunft alles passieren wird, so, und genau, und deswegen muss man sich damit auseinandersetzen und muss man auch kritisch sein, genauso wie es damals bei 9/11 auch so war, man muss die Parallele ziehen, weil 9/11, und dazu habe ich auch noch ein Video im Discord gesehen, war der Grund für ganz viele Kriege und für ganz viele tote Menschen, so, weißt du? Das war der eine Grund, warum das alles passiert ist. Unglaubwürdig, wie es überhaupt nur sein kann. Also jeder normale denkende Mensch muss davon ausgehen, dass hier also diese Leute absichtlich durchgelassen wurden. Und solche Fälle hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben, dass man... Krasse Aussage, Bro. Terrorakte absichtlich zugelassen hat, um dann seine eigene politische Agenda durchzuziehen. Aber das wird von der... Terrorakte zugelassen, um ihre eigene politische Agenda durchzuziehen. Seht ihr da Parallelen? Mainstream-Medien natürlich nicht erwähnt, weil diese stehen natürlich alle unter der Kontrolle derer, die im Hintergrund an diesem Konflikt verdienen. Genau, und darüber darf man auch nicht sprechen, ansonsten ist das Video schon wieder weg. Ganz genau. Es sind ja auch jetzt, wir sehen ja mehr und mehr westliche Länder, die sich ja solidarisch zeigen. Das haben wir ja auch in der Ukraine gesehen. Deutschland zeigt sich auch solidarisch. Was bedeutet das? Die Baerbock hat sich doch wieder hingestellt und hat gesagt, wir sind alle Israelis oder ich bin Israeli, hat die doch gemeint, ne? So wie die auch noch vor ein paar Monaten gesagt hat, ich bin Ukrainerin, so. Wann hat die mal gesagt, ich bin Afrikanerin, Digga? Oder ich bin, keine Ahnung, Palästinenserin oder ich bin, ja, irgendeine andere Hautfarbe oder so. Da gibt es keine Solidarität. Warum? Warum? Ja, das bedeutet also, dass Deutschland sich mal wieder den USA und dem digital-finanziellen Komplex in den USA vollständig unterordnet.
Also die ganze Agenda ist ja auch gegen Deutschland gerichtet und gegen die EU gerichtet. Also das interessanteste Ereignis in der letzten Woche war der Besuch des Emirs von Katar in Berlin, über den in den Mainstream-Medien immer nur so am Rande berichtet wurde. Aber da ging es um einen Deal, den der Herr Habeck abgeschlossen hat im Jahre 2022. Da hat der Herr Habeck nämlich mit Katar beschlossen, dass ab 2026 2 Millionen Tonnen Flüssiggas nach Deutschland geliefert werden und das für 15 Jahre. Nun stehen die Grünen natürlich ganz schön im Regen, weil Katar ist einer der Verbündeten der Hamas. Krass. Das Ganze ist natürlich auch in den Mainstream-Medien nicht gerade mit Wohlwollen begleitet worden, sondern da hieß es dann, also Olaf Scholz trifft den Mörderförderer aus Katar. Und ich denke, dass die Amerikaner da Druck ausüben und dass die Amerikaner da versuchen, Deutschland dazu zu bewegen, jetzt diesen Vertrag mit Katar zu kündigen. Und was wird das Ganze bedeuten? Das wird bedeuten, dass Deutschland Flüssiggas aus den USA bekommt. Easy. Der große Sieger ist da mal wieder der digital-finanzielle Komplex, weil die ganze LNG-Industrie in Amerika hatte als Hauptaktionäre niemanden anders als BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity. Es sind also immer die gleichen Namen im Hintergrund und es gilt heute mehr denn je, also all wars are bankers' wars. Heute muss man sagen, es sind nicht nur die Banker, die dahinter stehen, sondern auch noch die Digitalindustrie. Man kann eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln, was ist so. Gerade alles passiert. Ja, vor allem entsetzlich ist, dass die Leute auf die Propaganda reinfallen. Also, dass die Leute in einem. Der ist das, Bro. Die Leute fallen darauf rein, aber brutal. Brutal. Klickt nicht in der Lage sind, zwei Seiten zu sehen. Ich schwör's dir, die schalten alles aus. Aber das machen die ja, das haben wir in der einen Dokumentation oder in dem einen Video gesehen, das machen die über die Emotionen so. Die präsentieren so lange schlimme Bilder und reden so lange nur von einer Seite, dass die Leute emotional sind und dann ihren eigenen Menschenverstand und ihr Gehirn nicht mehr richtig benutzen können, so, sondern nur noch emotional reagieren und gar nicht versuchen, das ganze Ding zu verstehen. So. It's crazy, Bro. Und das haben die bei allen anderen Thematiken auch gemacht. Russland, Ukraine, Corona, 9-11, immer. Dass das nicht mal langsam auch, doch, also ich glaube, das bewegt schon langsam was so, aber es gibt immer noch zu viele Leute, die einfach diese Medienpropaganda fressen und dann nicht mehr richtig nachdenken können. Dass sie auch nicht in der Lage sind, irgendwie das Ganze geschichtlich einzuordnen, weil diese Geschichtslosigkeit ist unglaublich gefährlich. Wenn man auf der Straße sieht, dass ein Mensch einem anderen eine Ohrfeige gibt, dann überlegt man doch auch, was ist vorher passiert? Gibt es... Wisst ihr? Und dass das schon verurteilt wird so, das ist ein sehr gutes Beispiel. Einer gibt einem eine Ohrfeige und dann überlegst du, was ist vorher passiert. Safe, Digga. Safe. Musst du, damit du den Konflikt überhaupt verstehen kannst. So. Weißt du? Eine Vorgeschichte. Jeder Anwalt wird, wenn er anwaltliche Tätigkeiten vollbringt, wird darauf hingewiesen, audiatur et altera pars. Also höre auch die andere Seite an. Aber hier gibt es überhaupt keine andere Seite. Hier wird die andere Seite einfach verteufelt. Das sind alles Unmenschen. Feier den Ernst krass, Bro, sag ich dir ehrlich. Der bringt immer das sehr richtig, also der bringt das klar auf den Punkt so. Der bringt das immer klar auf den Punkt. Und ich würde ihn, also ich gebe ihm meistens bei 95% der Dinge, die er sagt, gebe ich ihm recht. Und ich meine, das ist, es geht hier um 2,2 Millionen Menschen, die eingepfercht leben, von denen 50%. Und seine Stimme mag ich auch. Unter 18 Jahre sind und die also allerschwersten Leiden ausgesetzt sind. Also das ist eine so unglaublich unmenschliche Agenda, dass es einem kalt den Rücken runterläuft. Hier hieß es ja doch, die Zivilisten, die dürften dann raus aus dem Gazastreifen, aber da gibt es auch verschiedenste Berichte, dass das nicht möglich ist. Also das heißt, wo sollen die denn? Sollen die im Mittelmeer dann rausschwimmen oder sollen die auf der anderen Seite nach Ägypten fliehen, wo dann auch bombardiert wurde? Also es wurden ja auch Flüchtlingstracks bombardiert. Und ich meine, diese Leute, die sind ja völlig hilflos, die sind großenteils mittellos. Ich habe ja schon gesagt, 45% Arbeitslosigkeit, die bleiben nicht ohne Folgen. Also diese Leute können gar nicht woanders hingehen. Das ist auch so heftig. Du kannst nicht mal richtig fliehen. Überleg dir das mal. Du kannst nicht richtig fliehen, Bro. Das ist eine sehr, sehr schlimme Situation, Freunde, ich schwöre. Es ist eine pure menschliche Verzweiflung da und es ist eine absolute Lüge, dass diesen Leuten da also praktisch also ermöglicht wurde, sich diesem Konflikt zu entziehen. Diese Leute sind inzwischen seit, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren einer Drangsalierung ausgesetzt. Die sind alle traumatisiert durch die vielen Luftangriffe in der Vergangenheit. Das will keiner hören. Das will keiner mehr hören heutzutage. Kinder sind alle schwerstens traumatisiert. Also es ist ein ungeheures Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was hier von der israelischen Regierung durchgeführt wird.
Wir sehen hier ein gewisses Déjà-vu im Vergleich zum Ukraine-Krieg, wie das alles auch moralisch begründet wird. Und die Frage ist, fliegen den Politikern eigentlich ihre ganzen moralischen Lügen jetzt mal langsam um die Ohren? Denn im Russland-Krieg waren bestimmte Dinge noch moralisch vertretbar, die jetzt aber auch wieder genau andersrum moralisch vertretbar sind. Es gibt einfach einen Unterschied gemacht. Das ist eine Klassengeschichte. Das Thema Völkerrecht und das Aushungern des Gazastreifens. Ja, die Moral spielt heute überhaupt gar keine Rolle mehr. Und die Hemmschwelle, die rote Linie, wird da auch systematisch gesenkt. Also wir haben ja im Ukraine-Krieg erlebt, dass plötzlich Streubomben wieder erlaubt wurden. Streubomben sind irgendwann mal international geächtet gewesen. Wir sehen jetzt im Gazastreifen sind Phosphorbomben eingesetzt worden. Das sind so ziemlich die schrecklichsten Bomben, die es gibt, weil da die Menschen also durch die Kleidung hindurch irgendwie verbrannt werden. Also da werden im Moment alle roten Linien überschritten. Aber ich denke, dass diese Entmenschlichung also auch gewollt ist, damit die Leute da weniger Widerstand leisten. Und diese Entmenschlichung, die wird ja immer der einen Seite zugeschrieben. Die eine Seite ist so schrecklich, die andere Seite ist so schrecklich, dass man also alle moralischen Hemmungen fallen lassen sollte und mit den schlimmsten Möglichkeiten. Also warum ist das so? Erklärt mir das. Warum ist das so? Warum? Ich will den Grund wissen, Bro. Ich will den Grund wissen. Ich habe eine Vermutung, aber was sagt ihr, Chat? Was sagt ihr, YouTube? Warum ist das so? Diese Leute da unter Druck setzen sollte. Und das ist natürlich auch ein altes militärisches Prinzip. Also die ganzen Militärs wissen, je grausamer ein Krieg ist, je grausamer du dich im Krieg verhältst, umso größer sind deine Chancen, dass du diesen Krieg gewinnst. Leider ist das so. Ja, das haben wir auch damals in Vietnam, die Vergleiche mit Käfern gesehen. Warum sind gewisse Menschen mehr wert und andere Menschen weniger wert? Warum? Ich will's wissen. Warum? Aktion damals in Vietnam, also ich meine, wir haben ja alle die Bilder noch im Kopf von verbrannten Kindern, die da in die Kamera laufen. Also diese Schrecklichkeit hat natürlich ihre Geschichte und das ist nicht erst das erste Mal, dass es passiert. Aber im Moment passiert es in sehr kurzer Zeit und in exponentieller Art und Weise. Und die Medien überschlagen sich ja. Man muss ja nur die Bild-Zeitung sich ansehen. Die Bild-Zeitung überschlägt sich ja im Moment darin, also Menschen zu Monstern zu erklären und zu rechtfertigen, dass man diese Menschen mit allen Mitteln da ausradiert. Ganz genau. Ansonsten wüssten die Menschen ja nicht, was soll ich jetzt glauben? Aha, ich schaue es mir an. Ah ja, das ist gut, das ist böse. Jetzt weiß ich ganz genau, wenn jemand was Falsches sagt, ab in die Schublade. Auch die USA beispielsweise zeigt sich solidarisch. Und ist das auch eine mögliche Ablenkung zu ihren finanziellen Schwierigkeiten? Also wie sieht es denn hier aus? Ja, in den USA sieht es finanziell ganz düster aus. Also die USA haben in den letzten 3 Wochen 500 Milliarden Schulden aufgenommen. Also das sind jetzt inzwischen, ich weiß nicht, 33,5 Billionen an Schulden. Also da wird überhaupt keine Rücksicht mehr darauf genommen, dass man das irgendwann jemals wird zurückzahlen können. Ich vermute, dass das Ganze zusammenhängt mit der Agenda im Hintergrund, dass man ja das digitale Zentralbankgeld einführen will. Und ich vermute, dass man jetzt also überhaupt keine Rücksicht mehr auf die Zukunft nimmt, sondern dass man irgendwann mit einer Währungsreform aufwarten wird und dass dabei das digitale Zentralbankgeld dann eine große Rolle spielen wird. Also dass man zum Beispiel einen Schuldenschnitt erklären wird, dass die USA möglicherweise auch selber den Staatsbankrott dann einfach erklären und dann mit der neuen Währung aufwarten. Also all das sind Möglichkeiten, die jetzt im Moment im Raum stehen, weil einfach das Geld so unglaublich verprasst wird. Und die Menschen würden es befürworten aufgrund des ganzen Chaos und der Ablenkung und man würde es gar nicht mehr so in Frage stellen wie zuvor. Ja. Was ist eigentlich mit der Ukraine? Weil man hat das Gefühl, jeden Tag wurde ganz genau berichtet, was hier los ist. Inzwischen ist es eine Art Stillschweigen. Man vermutet auch, dass die Waffenlieferungen jetzt zurückgehen, weil man kann ja natürlich nicht alle Ressourcen in die Ukraine geben. Man muss jetzt das Aktuelle unterstützen. Was ist hier? Wird das so auf Fallen gelassen? Ja, ich denke, man muss da die große Agenda sehen, dass im Hintergrund eben der digital-finanzielle Komplex steht und der verdient jetzt im Moment wahrscheinlich im Nahen Osten wesentlich mehr durch die Waffenlieferung und will jetzt diesen Kriegsherd weiter schüren. Möglicherweise kommen ja auch noch neue Kriegsherde dazu. Wir wissen ja, dass in Aserbaidschan wirklich verheerende Verhältnisse herbeigeführt werden. Wir wissen, dass es im Kosovo und in Serbien da brodelt. Wir wissen, dass es im südchinesischen Meer brodelt. Also es ist sehr gut möglich, dass man hier also auf dem Weg ist, also einen Weltkrieg zu entzünden. Also da schließe ich inzwischen überhaupt nichts mehr aus. Aber in der Ukraine wird der Krieg natürlich weitergehen. Also wer jetzt die Hoffnung hat, dadurch, dass ein anderer Krieg entzündet wird, der erste Krieg dann zu Ende gehen wird und man da irgendwie Friedensverhandlungen durchführen wird, der wird sich also wahrscheinlich in der Zukunft sehr getäuscht sehen. Ja, es wird nur weniger darüber berichtet. So. Genau.
Es ist auf der einen Seite haben wir diesen gesamten Konflikt im Nahen Osten und auf der anderen Seite haben wir natürlich die aktuellen Deutschland-Themen. Und was haben denn die derzeitigen Wahlen in Deutschland gezeigt? Wird sich hier irgendetwas ändern? Na, die Wahlen haben gezeigt, dass sich in Deutschland... Gibt es gerade Wahlen oder was? Überhaupt nichts ändern wird. Also es ist auch interessant jetzt, also viele Leute haben ja ihre Hoffnung in die AfD gesetzt und wir wissen ja, wie die AfD jetzt im Israel-Konflikt reagiert hat. Da sind viele Leute natürlich auch entsetzt, dass die genau die in das Horn stoßen der Regierung. Ach nee. Regierung. Also wer glaubt, dass hier auf parlamentarischem Wege irgendeine Veränderung stattfinden wird, der irrt sich. Facts. Der ganze parlamentarische Betrieb in Berlin, der ist den Interessen des digital-finanziellen Komplexes zu 100% untergeordnet. Und wer da aus der Reihe tanzt, der wird ganz schnell aus den Reihen dieser Leute da entfernt werden. Und daran wird auch nichts, da werden auch nichts neue Parteigründungen ändern. Weil es gibt ja mehrere Absichten. Also das ist eine Sache, wo ich wirklich, also das ist so eine Sache, die kann man doch verstehen. Das ist ja greifbar, das ist ja bemerkbar. So, weißt du, wenn du einfach die Historie der Parteigeschichte in Deutschland und die Wahlen und wie Regierungen agieren und so, wenn du das einfach dir anschaust, so, dann muss dir das bewusst sein. So. Und das fasziniert mich so heftig, dass Leute das immer noch nicht verstanden haben und dass die immer noch ihre Stimme abgeben und die Hoffnung in irgendeine Partei reinsetzen, die genau in diesen Reihen mittanzen muss und sobald einer aus der Reihe tanzt, auch wegkommt. So. Weißt du, wie ich meine? Ist doch klar, Bro. Was denkst du denn? Da kann doch keine Partei kommen und einfach alles verändern. Die ganze Agenda, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde, so, weißt du, wie ich meine? Über Jahrhunderte aufgebaut wurde, so. Denkst du echt, da kommt eine Partei, die dann alles verändern wird? Hör auf. Da neue Parteien zu gründen. Ich will die ganzen Namen jetzt gar nicht erwähnen, aber das sind alles Irreführungen der Öffentlichkeit, weil diese Parteien werden überhaupt nichts bewirken. Wenn sie tatsächlich etwas bewirken könnten, dann würde vorher im Vorfeld schon dafür gesorgt, dass diese Parteien entweder nicht ins Parlament kommen oder die Politiker, die da drin sind, so diskreditiert werden, dass sie dann sofort wieder aus dem Parlament verschwinden. Genau so. Genau, man möchte ja keine vorherigen schlechten Absichten ihnen zusprechen, sondern es kann sehr wohl möglich sein, dass man gute Absichten hat, aber die Frage ist, inwieweit man sie umsetzen darf. Das ist gut möglich. Also ich will da niemanden irgendwie an den Karren fahren und sagen, dass er mit schlechten Absichten an das Werk geht, aber ich würde ihm vorher sagen... Genau so sehe ich das auch. Also es kann gut sein, dass es Menschen gibt, die wirklich was verändern wollen und die kommen dann da rein und die kommen dann immer mehr rein und irgendwann bist du in diesem Hamsterrad drin und irgendwann checkst du, Digga, ich kann eigentlich gar nichts verändern, weil hier arbeiten ganz viele Leute und ganz viele Mächte gegen mich so und dann werden die einfach, entweder du spielst dann mit, du machst mit bei der ganzen Geschichte und du ordnest dich unter oder du wirst diskreditiert, gecancelt und rausgelöscht und gekündigt, Bro. Weißt du, wie ich meine? Ist einfach so. Und es passiert auf sehr vielen Ebenen, nicht nur in der Politik. Das, was er da beabsichtigt, so auf jeden Fall nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Und wenn wir jetzt zurückgucken, dann sehen wir ja, dass alle Kräfte, die irgendwann mal in den Bundestag reingekommen sind, bis über die Hutschnur korrumpiert worden sind. Also ich meine, die schlimmste Korruption hat die Partei der Grünen erfahren. Ja, Digga, Grünen, das ist ein heftiges Beispiel, ich schwör's dir. Die 1993, glaube ich. Die werden halt ganz schnell unterwandert auch so und dann als kontrollierte Opposition einfach zugelassen, weißt du? Und das ist halt crazy. Das ist crazy. Wenn du überlegst, für was die Grünen mal standen früher, zu meinen Zeiten, so 90er Jahre, dies, das, bla bla bla. Und wo die sich jetzt hin entwickelt haben, so. Einfach komplett das Gegenteil. Komplett das Gegenteil. So schnell kann sich eine Partei um 180 Grad drehen. Deswegen vertraut diesen ganzen Läden nicht mehr. Trust me. Lasst eure Stimme bei euch. Gebt die nicht ab. Packt die nicht in eine Wahlurne rein und lasst sie sterben. So. Seid selbst die Veränderung. Kümmert euch um euch selbst so. Ihr seid auf euch alleine gestellt. Keine Partei wird euch retten. Bis 90 sich zusammengeschlossen hat, das waren alles Kriegsgegner und das sind heute die schlimmsten Kriegsbefürworter, die man sich vorstellen kann. Ganz genau, da sieht man mal diese Verdrehung oder in Italien, Frau Meloni. Und ich wollte auf das Thema noch eingehen, wie Sie gesagt haben, wer aus der Reihe tanzt, denn da ist ja auch etwas starker Talk. Aktuelles passiert, und zwar die ING droht ja mit Kontoschließungen bei falschem CO2-Verhalten, denn wir haben ja neben diesen gesamten Themen natürlich auch das Klimathema auch immer noch. Und ja, ist das die neue Welt, die Klaus Schwab beschrieben hat? Was erwartet uns hier? Ja, die neue Welt ist eine Welt des absoluten Wahnsinns. Klaus, der Ekelhafte. Des totalen Irrsinns. Also Klaus Schwab ist ein Transhumanist, der uns ja in diese neue Welt der Bio
physikal- oder biodigitalen Konvergenz führen wird. Und ganz interessant ist, dass heute, gerade heute, vom WEF eine Veranstaltung beginnt, und zwar in Dubai. Die findet statt vom 16. bis zum 18. Oktober. Und da ist das zentrale Thema der Global Future Councils vom WEF die ethische Führung durch KI. Also das... Was? Die ethische Führung durch KI. Die Zukunft, in die wir geführt werden soll, dass die KI also praktisch übernimmt. Also ich glaube, der Traum von Klaus Schwab ist, dass es irgendwann auch keine Parlamente, keine Politiker und so weiter mehr geben wird, sondern dass alle wirklich wichtigen Entscheidungen für die Welt von der KI getroffen werden, weil die KI safe viel besser ist und so viel mehr weiß als wir. Wie jetzt schon alle, eigentlich die ganzen finanziellen Entscheidungen auf der Welt von KIs getroffen werden, wie Aladdin so, weißt du, von BlackRock. Es ist ja schon, also viele Dinge passieren ja schon aufgrund von KI, aufgrund von Algorithmen und so. Und wir haben ja uns mal ein Interview reingezogen von Yuval Harari und da geht's auch genau in die Richtung. Der ist ja Best Man of Klaus Schwab so, zweiter Mann quasi. Und die erzählen auch genau davon. Gott soll ausgetauscht werden durch KI. Sogar Kunst soll ausgetauscht werden durch KI. Und das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie auch sagen, dass Politik ausgetauscht werden soll von KI, weil KI besser entscheiden kann als Menschen. Crazy shit. Wir müssen dagegen arbeiten, indem wir uns mit der Natur connecten, beten und in unserem Herz drin bleiben und menschlich bleiben. So. Wir dürfen uns nicht entmenschlichen lassen. Und das Problem ist eben, dass die KI eben keine Ethik kennt und keine Moral kennt. Und jetzt versucht man da irgendwie tatsächlich mit diesen Begriffen da die KI aufzuwerten. Aber was die wollen, ist tatsächlich, die wollen diese Welt, diese völlig entmenschte Welt, in der die Selbstbestimmtheit des Einzelnen überhaupt keine Rolle mehr spielt. Es ist eine Welt des absoluten Wahnsinns, in die wir da geführt werden. Und das Gefährliche ist, dass eben durch Veränderung in der Arbeitswelt, also diese neue schreckliche Welt immer näher rückt, weil im Moment werden so viele Arbeitsplätze durch die KI ersetzt, dass wir also mit riesigen Arbeitslosenzahlen rechnen müssen, dass die Leute dadurch dann ganz gewaltig unter Druck gesetzt werden und dass dadurch natürlich solche Leute wie Klaus Schwab Oberhand gewinnen können. Ich hoffe nur, dass genügend Leute sich jetzt zusammenfinden. Und es gibt mir auch Hoffnung, zum Beispiel, was jetzt im Moment im Rahmen des Israel-Krieges passiert. Also die Jerusalem Post hat gerade berichtet, dass etwas mehr als 80% der Israelis gegen die Politik von Herrn Netanyahu sind. Also stark, stark. Siehst du, die Menschen wachen auf, Digga. Die spielen nicht mehr mit. Die machen nicht mehr alle einfach so mit. So. Die hören in sich rein. So. Die hören in ihr Herz rein. Die hören auf Gott und die sagen, ey, das ist nicht korrekt. Die Politik ihrer eigenen Regierung sind. Ich glaube auch, dass hier in Deutschland sehr viel mehr Leute gegen das sind, was ihnen da von der Bild-Zeitung immer aufoktroyiert wird. Ich glaube, dass viele Leute noch Es werden mehr, ich merke das auch. Viel Verstand haben, dass sie sehen, dass der Massenmord an 2,2 Millionen Menschen ein unglaubliches Verbrechen ist. Und ich habe die Hoffnung, dass irgendwann diese ganzen Leute mal aufstehen und dass wir dann so etwas erleben wie damals beim ersten oder zweiten Irakkrieg, als zum Beispiel in London und in Sydney und überall auf der Welt die Leute auf die Straße gegangen sind und gefordert haben, ein Ende der Kriegshandlungen. Ich habe gesehen, in Irland, war das in Irland? Ja, ich glaube, in Irland sind Tausende, Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen und haben demonstriert. So. Damals waren in London da. Leute sagen, man kann mit Demonstrationen nichts bewirken. Doch, kann man, Alter. Wenn Tausende, Hunderttausende Menschen zusammen auf die Straße gehen und für eine Sache kämpfen, und zwar für Freiheit und für gegen Krieg sind, und da hat es einen Effekt auf die Frequenz der Welt, dann hat es einen direkten Effekt darauf, was in Zukunft passiert oder nicht passiert. So. Also lasst euch diese Macht nicht wegnehmen. Nein, es bringt nichts, wenn ich irgendwie mich mit Menschen zusammentue und für eine Sache einstehe. So. Doch, es bringt was. Jeder Einzelne hat Macht. Zu dem Zeitpunkt gerade da waren über 2,2 Millionen Menschen auf der Straße. Also ich hoffe, dass irgend so etwas bald mal wieder passiert, weil ansonsten, wenn diese Agenda weiter durchgezogen wird, dann stehen uns wirklich apokalyptische Zustände bevor. Man muss auch sagen, jetzt gerade passiert ja eine Sache nach der anderen und immer mehr Menschen wachen auf. Also das heißt, man würde ja davon ausgehen, dass man das nächste dann genauso kritisch sieht wie das vorherige. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, solche Themen zu beleuchten und derartige Videos auch zu teilen. Vielen, vielen Dank für die Informationen, die Sie uns bisher gegeben haben. Ich habe noch weitere Fragen bezüglich Israel, aber das sollten wir vielleicht eher auf mein Opinio klären, meiner unzensierten Plattform. Und da stelle ich mal die nächsten Fragen. Ich küsse dein Herz, Chrissy. Sehr starker Talk mit Ernst hier mal wieder gewesen. Der hat die Dinge sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich super. Leute, schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. Ich liebe euch.
verliert die Liebe nicht, betet jeden Tag und alles wird gut am Ende des Tages so. Und steht für Dinge ein, steht für euch selbst ein, steht für eure Überzeugung ein, geht dafür auf die Straße, kämpft dafür, seid bereit dafür zu sterben und dann können wir die Welt in eine bessere Richtung verändern. So. Lasst euch diese Macht und diese Power und diese Stimme, die ihr als Einzelner habt, nicht wegnehmen, indem ihr euch eintrichtern lasst von wegen, ey, ich als Einzelner kann eh nichts bewegen. Jeder Einzelne von uns hat eine gewisse Energy, eine gewisse Macht, die auch über unser Körperliches hinausgeht und deswegen lasst euch das nicht ausreden. Ja, zusammen sind wir stark, wir kämpfen für Liebe und Frieden, immer setzen wir uns ein und deswegen lasst euch das nicht wegnehmen. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, peace out.